Gamepad oder Tastatur, wie ist das? Weiß ich nicht. Eigentlich Tastatur, also im Okay. Prinzip läuft sehr mit den Pfeiltasten und mit Z und X-Taste Das kommst du stimmt. durch in der Achso. Regel. Ja, Kann man soll das ich größer mich einfach oder bleibt das so? halten? Liegt jetzt da. Fragt, brauchen wir Controller oder wollen wir mit Tastatur? Weiß. Es passt aber fast ins Layout sogar. Das ist Absicht. Ja, da liegen wir schon die Controller. Ich muss immer noch rausfinden, welche meine ist. Wow, das ist getan. Also da ist noch einer eingerollt, aber ich weiß nicht, ob es meiner ist. Ich glaube nicht. Dann mit den Kakaoflecken auf dem. So, könnt ihr euch hinziehen, wo ihr wollt, das Fenster? Oder hier hinten? Könnt ihr überlegen. Läuft alles soweit. Oh, warte, fast. Möchtest du da sitzen? Das ist ein Kakaofleck. So, könnt ihr euch alles hinziehen, wo ihr wollt, die Fenster? Ist ein Unity programmiert, aber. Okay. Nee, aber jetzt sieht man so ein Zoom, glaube ich, den muss ich nochmal einstellen. Aber kein Problem. Ja, weil. Oder ging das sogar eventuell, muss man gucken. Geht sogar tatsächlich. Das geht. Warte, mach ich einmal hier. Einen kleinen Klick nochmal. Wie komme ich hier raus? Niemals. Du hast immer im Spiel gefangen. Kannst du wieder ausmachen? Und wieder auf eBay. So. Die Musik ist toll, jetzt schon. Läuft soweit. Wie machen wir das? Links, rechts, oder? Was? Jeder spielt einfach mal ein bisschen. Muss man das im Dunkeln spielen? Eigentlich ja. Der macht mal das Licht aus. So. Aber da sieht man nichts mehr. Oder? Die in der Cam sieht sogar gut aus. Schön gruselig. Leo ist vielleicht ein bisschen nicht gruselig. Hätte man Geist einfügen müssen. Ja, klar, also allgemein. Hier diese, diese Einkaufsliste von SpongeBob. Oh nein, eine fliegende Einkaufsliste. Nein, ich bin ein Geist. Was ist das denn? Ein Pixel-Art-Spiel? Ich glaube, ich RPG-Maker. Können die denn alle was sehen? Die setzen sich so, dass sie was sehen, das passt. Ja, ich gucke auf den linken Bildschirm. Ich gucke einfach zwischendurch durch. Jetzt sehe ich nichts mehr. Nein, ich wollte nur gucken, also, was in der Perspektive ja, einfach reden guckt. Ja, da sehe ich nur den linken Bildschirm, so gucke ich einfach links auf das. Den mochte ich nicht. Auf das gekaufte. Das X-Bit-Bild, ja. Aber warum ignoriert ihr mich immer? Der Timer läuft nicht. Aber weißt du was, Mario Fan für das Spiel braucht keinen Timer zu laufen, weil wir wissen eh nicht, wie lange wir das spielen. Was das letzte aber Spiel ist. Muselgeräusche müssen sich alle erschrecken. Oh no! Ein Timer ich mache läuft vom letzten Spiel. Ich kann ruhig weiterlaufen. Können wir zum Schluss einen Screenshot machen? Entschuldigung, das sieht aus wie von Black Butler. So ganz bisschen. Ein bisschen. Nein, okay. Nein. Vielleicht gar nicht. Weil er einen Anzug an hat. Aber. Er hat eine Nase und zwei Augen. Es ist ein Zug. Das ist die Lichterflackern. Schaffen wir das, Lichterflackern? Wir machen einfach den Timer aus. Nein, lassen wir gleich gar kein Licht. Das kann natürlich sein. Lieber ein falscher Timer als gar kein Timer. Auch? Oh oh, Professor, ich ist da. Aber nein. Wähler ist dieser Pokémon. Okay, nein. Tod ernst. Und nur irgendwas essen? Gibt's irgendwas? Sollen wir mal runterkommen? Ja. Bring mal ein bisschen was mit. Die sind eigentlich vor. Wir haben noch Süßigkeiten ohne Hände, wenn du was willst. Für Obst? Ich glaube, wir nehmen diesen nicht vor, weil das sowieso irgendwie untergeht. Also, ich habe ja noch den. Ja. Also, Fakt ist, wir wissen nicht, wo wir sind. Und wir haben keine Erinnerungen an unseren. Vielleicht bringst du mir einen Apfel. Und Professor auch, wenn du ja, genau. Professor Eich hilft uns und seine Komplizen Azalea und Phlox auch irgendwie. Okay. Komische Pucke. Entschuldigung, ich bin dann beide gesehen.
Okay, man fängt einfach mitten in der Story an. Ich finde das recht interessant. Und okay, oh, das sieht cool aus. Voll aus. Man hat schon eins von diesen Fragmenten fertig und zwei weitere müssen wir noch finden. Dalzel, was? Zalea sieht nicht so süß aus. Nee, die guckt böse. Ja. Oh, noch drei. Ich dachte, stand da nicht immer zwei. Egal. Ach, armer Mario-Fan. Kuppa. Kuppa ist gruselig. Bewegt sich einfach. Klingt wie so eine Fabrik und nicht wie ein Zug. Mario Fan, du wurdest nicht ignoriert. Wir haben dir geantwortet. Hm. Wir haben gesagt, lieber falscher Timer als ein als gar kein Timer. Ja. Oh, ein leerstehendes Haus. Oh. Mitten im Wald. Oh, ich kann mich endlich bewegen, toll. Oh, keine Post. Sie haben keine Post. Okay, hier brennt was. Brauchen wir das? Nein. Okay, wenn ich zu Azalea und Phlox spreche, speichere ich. Ist das ganz normal? Ja. Gut. Soll ich für dich die Renntaste drücken? Ja, das ist gut. Kann man mit der rechten Shift-Taste auch rennen? Ja, kann man. Ach, wer drückt schon die rechte Shift-Taste? Ich nicht. Ah, oh, dort geht's ab eins. Aber wir schauen uns natürlich erst um. P schreiben. Yay, Süßigkeiten! Ist das ein Tisch oder ein Regal? Das ist eigentlich ein Tisch. Nee, nee, ein Regal. Also, da liegt eine Notiz ganz oben auf dem Regal. Ich und Papa sind arbeiten in Liebe Mama. Das ist so ein halbhohes Regal. So ein Ikea-Regal, was man bis zur Hälfte. Ja, weil die sind doch größer als wir. Also wenn man sich so daneben stellt. Ihr habt den ersten Spooky-Part verpasst. Ja. Masterhand hat angegriffen. Ja, öffne mal aus. Puh. Zwei Stück Logo. Ha, gleich werde ich weiter spielen. Das ist so ein Ding. Komm, ich fängt's an. Nein! Den Raum mach ich mal. Oh, bleib das nicht jetzt. Ich hab mir die Stühle geknallt. Warte mal, wir haben ja noch einen. Oh nein, es weint. Ihre Schleife ist halt okay. Schnell wieder raus da. Ich hab einen Schlüssel. Das ist noch so ein Ding. Was ist das? Nein, vielleicht hat er seinen Zylinder verloren. Ich hab die ganze Zeit Mario gehört, Geister aus Musik. Hier, du machst dein Rätsel. Oh ja, ein Rätsel, ein Rätsel, ein Rätsel. Bin ich bereit? Ja, Rätsel. Whoever makes it tells it not, whoever takes it not, whoever knows it wants it not. What is it? Was? Wie war das dritte nochmal? Mach Lügen. Lügen ist immer so ein tolles Wort. Was hast du getippt? Ich glaube nicht. Nee, Lügen war das. Nein! Oh. Okay, ein Game Over Hack ist dran. Lol. You died. Wow. Das ist schon Ende, oder was? Wow. Ja, jetzt ist es vorbei, wir können aufhören. Continue. Aber wir müssen einfach nochmal rechts in den Raum. Oh nein! Also, jetzt habe ich das Gruselige, ne? Dann mache ich das Gruselige. Ja, ich wollte eine Schweife. Dann hört ihr das Rätsel gleich nochmal und könnt beantworten. War hier noch was Spannendes? Nein.
Sie sprechen Japanisch. Das hätte man wohl selber ansprechen können. Aber ich glaube, so viele sind auch ansprechen. Hallo. Ja. So, whoever makes it, tells it not. Whoever takes it, knows it not. Whoever knows it, wants it not. What is it? Gift. Ja, irgendwie schon. Ne? Wenn man die Antworten vorher weiß, dann ist das irgendwie logisch. Weiß nicht. Nein. Sponsor, das ist eigentlich. Much harder, oder? Aber ihr fällt mir schnell, ziehe ich immer noch mit dem Timer. Das ist egal. Er ist triggered. Er ist richtig getriggert. Was schreibt ihr? Ihr könnt ihr mal den Timer wegmachen. Nein, der bleibt da. Nur da. Cool. Kann es sein, dass Mario-Fan vielleicht den Ton aus hat? Habt ihr überhaupt einen Chat offen? Hm. Kann es sein, dass ihr den Ton aus hat? Ja. Mario-Fan, weil er uns nicht hört oder so. Wahrscheinlich nicht. Er hat zu viel Angst vor dem Spiel. Vielleicht kann irgendwer anders in dem Chat mal kurz antworten oder so? Ich bin unterwegs. Danke. Na, in die Richtung. Wahrscheinlich ja, ne? Was hast du gekriegt von dem? Weiß ich nicht mehr. Hast du ein Inventar? Tafel? Ja. X? Round Fragment. Und ein Key. So, die ist rot, oder was? Ja, Brötchen hier, schön gelinnt. Nice. Guck mal, es fällt gar nicht auf, Rüben. Oh, natürlich fällt es auf, wenn ich auf dem Scheißstuhl sitze, was? Aber von der Angabe wird wenig am Ton an. Also mir wurde der Stuhl zuerst geklaut. Und dann klaue ich ihn einfach nur. Oh, diese Regale einfach. Das Spiel ist halt voll laut, die Musik ist so. Er wird sich so lange beschweren, bis der Timer bei 0-0 ist. Dann kann er noch mal. Ach so, stimmt, wir haben gar nicht gefragt, wie das mit dem Ton ist. Ist das Spiel zu laut oder nicht? Ich würde sagen, das Spiel ist zu laut. Dass wir den Timer zurücksetzen. Oh! Ja, habe ich nicht. Kann man ja einfach weiterlaufen lassen, den Timer. Häschen? Plüschtiere! Gruselige Plüschtiere, die leiden. Ich sag dir, gleich sterbe ich. Ja, wahrscheinlich. Da ist so eine Box. Genau, since my son has started elementary school. Okay. So. Rainy day. Oh, müssen wir uns das merken? Ich hab's schon gedacht, aber wir können es ja nochmal nachlesen. Ja. Heavy Fragment. Half die Musik ist aus. Lass mich bei dir sprechen. Wenn man Cam sieht, tatsächlich. Ja, jetzt dunkelt das vorne ab. Ich weiß nicht, eben war das viel cooler. Ach so. Geht nicht. Ubi, das ist auch nicht so heavy, aber macht das. Macht das Licht aus. Das stört, um ehrlich zu sein. Vor allen Dingen ist Sven immer ans Gesicht. Okay. Das macht irgendwie keinen Sinn.
Was? Weil ich hier vorhin nicht konnte, jetzt schon. Ja, aber jetzt hast du das Heavy Fragment, das hat den Raum repariert. Diese Geräusche. Und wer hat schon anzuladen? Der guckt doch gar nicht zu, dass es schon zu gruselig wird. Die Musik alleine, ne? Oder der Zug am Anfang. Unten rechts. Also ich glaube, das Spiel könnte einen ganz kleinen dicken Helm sein. Man sieht ja kaum was von der Cam. Irgendwo liegt bestimmt ein Messer rum. Und das brauchst du, um den Teddybären zu bedrohen. Guck! Und dann ist der Teddybär böse und verfolgt dich. Vielleicht ist da ja was drin im Teddybär. Du kennst das Spiel ja schon. Nee, der Teddybär hat doch gesagt, er hat das geklaut, was in der Schatulle war. Also ist es in ihm drin, also müssen wir ihn aufschlitzen. Nein, wir bedrohen ihn einfach. Ja, für aufschlitzen. Teddybären. Was ist das? Das war irgendwie klar. Ob es so eine riesen Hand gewesen? Man weiß es nicht. Das ist Ocarina of Time. Das war schon mal so eine riesen Hand. Nee, das war unten. Ja, aber. Du musst jetzt die Maße entlang kommen. Hat seinen Handschuh gesucht. Ach nee, das ist die Hand für den Handschuh. Das ist Mickey Mouse Hand. Oder die Hand aus der Cursor aus Mario Kart. Der möchte das Gesicht großziehen. Oh nein, hat er ein Sieg oder was? Darauf hat er keine Angst. Liegt wahrscheinlich hinter mir. Bist du wieder? Nein, du bist noch nicht gestorben. Ach, erst wenn ich sterben muss, ja, okay. Ja, oh. Gesagt. Oh je. Yeah. Ja, wenn das irgendwie auch hier wäre, wäre es noch besser. Vielleicht ist hier im Schrank drin, ne? Kann ich gerne eigentlich nicht die Nähe? Naja, sieht man nichts. Oder war hinter den Kisten? Naja, stimmt, es war ja auch schon auf dem Kiste. Achso, wieso wird er jetzt umgebracht von den Teddybären? Nein, von der Hand. Auf Google Maps sah das anders aus. Was war oben links von Raum? Ach, da war dein großer Bruder drin, ne? Vielleicht ist er jetzt da. Der große Bruder ist weg. Ich bin ein Hat sie sich hinter dem Regal versteckt. Das ist aber auch total toll. So, also hier ist so ein Regal vor dem Fenster. Mhm. So, naja, vielleicht war der Lichtschein draußen. Mochte das nicht.
Wer ist denn das Leiteste, der da steht? Hat die sich in ihrem eigenen Zimmer versteckt? In der Schublade. Habt ihr da schon geguckt überhaupt? Nein, ich glaube nicht. Oder halt da in den Schränken. Ich habe auch nicht mehr geguckt. Oh nein, jetzt versteckt sie sich schon wieder. Oh. Ich will einer von diesen Schränken, muss ein Schränken reinkommen. Da ist kein Schrank. Ignorieren wir Zero? Nein, den ignorieren wir nicht. Noch toll. Oh, da ist so eine Box in der Mitte. Ja, ich kann auch meine Hand da. So eine obvious Box in der Mitte. Aber ich kann auch meine Hand da reinstecken bei dem Loch da. Was? Warte mal, ich mach das so schnell. Alle wissen genau, dass es immer richtig ist. Oh. In dem Tagebuch oben waren doch Zahlen. Ich will sie in meine Hand da reinstecken. Ich hab Angst. Oh, du bist tot. Die Hand ist ab. Ew, oh, nicht mal die Hand! Hat er abgesogen? Alles. Oh. Irgendwie so die Hälfte vom Gehirn. Wenn man die kleinen blinden Finger einsteckt, nimmst du gleich den ganzen Kopf. Ja. Ist alle. Oh Mann. Da musst du früher. Ja, ich musste spielen. Ich brauch doch keine Viertelstunde, wenn ihr hochkommt. Ich schon. Bestimmt. Also 19.05 könnte es sein. 0806 könnte es sein. Merkst du dir also? 0806 kann ich mir merken. Ich hab 19.05. Und 10.07. 10.07. Gut. 23.07? 23.07. Ich habe meine Zeit schon wieder vergessen. Guck mal, du kannst deine Hand da reinstecken. Soll ich? Meins war 10 und 7. Meins steht in Euro. Das ist deine. Ja. Hatte ich gerade ausprobiert, ne? Ja. Was hatten wir noch? 23,7. Okay. I did it. Muss man Wasser hier? Das war mein. Rot. Was? Es brennt. This house is on fire. Oh, diese Grafiken einfach. Also ich meine hier außen brennt es auch. Durch die Wand brennt es. Ich muss nicht mal alleine rausrennen? Was? Ich muss nicht mal alleine rausrennen. So, zu Ende das Spiel. Sowas ähnliches, ja. Ja. Also, okay, die standen jetzt so lange da, bis das Haus komplett abgebrannt ist. Das würde ich auch jeden Tag machen.
wir sind uns kleine Beere. Aber wir haben uns immer noch nicht an irgendwas erinnert. Das ist so ein gewisses Problem. Aber das Haus kam uns bekannt vor. Ja, aber okay. Das andere ist. Ja, das schafft. Das schafft nicht. Mach das mal. Sehr schön. Sieht an. Hab ich. Herpes. Super Krebs. Und AIDS. Geht das nicht auf? Das ist kein Vergnügungspark ist das nächste Ziel anscheinend. Oh ja, ich mag Vergnügungsparks. Müssten wir beim nächsten Horrorspielung machen, dass wir das irgendwie einplanen. Ach, das ist besser eigentlich. Wenn die Stelle kommt, dass dann wirklich irgendwie kurz die Cam so verdunkelt wird, dann sind wir einfach mal alle weg. Ein Black Magic, weiß man, du wirst so ein Tuch. Du wirst gerade sagen, wenn sie nur wie so ein Tuch sein Bild. Und die Tür zuckt. Ja. Wird schlecht gemacht, ja. Das siehst du im Hintergrund, wenn man raus ist. Okay. Ja, okay, wir sind uns sicher, dass wir das Haus kannten. Von irgendwoher. Okay. Verkauf der Herzen. Wir sollen viel Spaß haben, haben die gesagt, okay. Das ist blöd hier. Oh, das ist Tammy. Der spricht auch so. Wie Tammy. Oder? Ich spreche nicht in diese gruseligen Hütten rein. Ich speichere es. Die sind so schlecht einfach. Kreuzkabel. Warte, welche war es nochmal gefüllt? Tatsächlich ist das wichtig. Wow. Was jemand hat gequietscht. Ja, hat die Hand gequietscht oder was? Das war nicht cool. Ich hätte direkt so mitschneiden können in diesem Spiel. Alter! Die war mir auch ein Blöd. Das hat super schlecht gepasst. Ja, wirklich. Das Quietschen war halt wirklich scarier als ich. Das war das. Wie geht das Sound? Wie bei Police Academy würde einer die ganzen Sounds machen. Also ich bin fest der Überzeugung, dass in diesen Gondeln niemand gestorben ist. Das also ist doch Tomatensaft. Bestimmt nicht. Weißt du, die haben Tomatensaft getrunken, dann war so ein Ruckel und dann ist alles umgeschwappt. Ach so. Ja. Ich muss speichern. Das ist zwanghaft. Oh, kaputt. Okay, das ist kaputt. Oh, hallo. Ich hab kein Ticket. Kaputt. Regina hatte Termine gehabt, sie konnte leider nicht kommen. Ich hoffe, ihr kommt gleich nach. Wahrscheinlich. Und vielleicht kommt irgendwas ganz Schlimmes. Die sind alle leer. Ja, ja, die ganz letzte da oben. Da das erinnert mich damals bei den Gameplay 64, als wir alle Mario Party gespielt haben und alle verkackt haben, wir haben einen Video, was aussehen gebraucht. Das ist die beste Kontakt. Ah, hier, der falsche Weg hier. Außer Zeit. Der war wirklich auch die falsche Weg gegangen. Und alle leer? Ja, ich
Ja, Moment, wo ich frage. Hättest du mal eher gefragt. Das kommt wahrscheinlich aus dem anderen Raum. Smash gespielt und hat jetzt abgefangen. Cosplay. Das ist nicht Cosplay. Kriegt das nicht aus? Ich spiel mehr. Haben. Ich habe ihm eins gegeben. Lass mich auch irgendjemanden als DFU geben, also irgendwie so sagen, wenn er steckt, dass ihm einfach so ein Bauch. Hier, ist. Sechs. Warte. Ich hab ihn gekriegt oder nicht? Guck mal, da ist ein Bauch. Den Typ abschießen? Tschüss! Get away from my baby! Schießt du das? Natürlich. Ja, alle drei getroffen. Warum wollen wir endlich? Weiß ich nicht. Da ist immer noch Tomatensaft drin, ne? Uns fehlt aber eine Zahl. Uns fehlt eine Karte. Können wir sonst raten. Ja. Du hast doch erstmal. Du hast doch dieses eine Papier gefunden. Ja, ich weiß welches. Vielleicht die drei. Wahrscheinlich die drei. Aber wo ist die letzte Karte? Also nein, ich meine, geh noch mal überall. Ja, da drin war das Papier, aber wo war die letzte Karte? Aber die brauchen wir ja nicht unbedingt. Pik, Herz, Kreuz. Geht aber noch eine Nummer. Aber die können wir auch raten. Vielleicht hat er ja noch eine Karte. Ach, das war klar. Ja, so ist das Spiel gegangen. Okay. Was waren die Zahlen? Das ist ja auch ein Speed. Man muss nicht alle Zahlen. Herz fehlt uns. Also 2, frei, 4, 1.
könnte die sein. Drei. Wieso nicht zwei? Weil die anderen zwei haben wir alle. Nee. Dann da. Ich wollte werden zu denken, nicht umzudenken. Ich nehme die drei. Zwei noch? Kann ich den 50-50 Joker nehmen? Das war mit Simpsons so. Fünf. Yeah. Okay. Gut, dass Twilight aber okay ist. Es ist dunkel. Mach dein. Okay. Lass die Bahn wieder. Ab in die Wiege. Möchte ich das wirklich machen? Eins muss man den Spiel lassen, ich glaube, der sehen nicht gut. Zumindest ein Porträt. Typical Anime Guys, to be honest. Ja. Wer soll ich jetzt wieder? Der Kerl ist böse, ich sehe das schon. In seinen Augen einfach. Nein, Oak ist lieb. Es ist Professor Eich einfach mal. Gut, das Wechsel gibt es auch eine Bände. Jetzt stimmt schon. Sollen wir jetzt zumachen? Ja, ich habe das einen Trial gerade gelöst. Und jetzt bist du jetzt an. Ja. Das hat ihr nicht gelöst. Der will nicht, dass die anderen beiden mit mir reden. Der ist böse. Vielleicht ist sie auch die Böse. Weil sie so wenig sagt. Ich weiß, aber das macht keinen Sinn. Aber es ist schon mehr. Na, hat uns alles weggenommen. Die. Break a leg. Ja, wie halt ein Beinbruch. Final Destination. Oh nein. Das war eine Destination. Das ist so nicht. Was? Du willst die Masse hin. Ja. Wir sind das Final Destination. Nee, nee, Film. Nee. Aber hier ist kein Schwarzer, der zuerst sterben muss. Speicher. Willkommen zu Hause. Das gehört noch 5%. Lass uns ein Spiel spielen. Okay. Im Videochat. Okay, nee, wollt ihr wieder mitraten? Someone was greedy and ate first. The one telling lies is a culprit, but can you pinpoint them? Was ist der Culprit? Someone was greedy. Derjenige, der lügt von den Leuten hier am Tisch, ist der Täter. Der hat schon angefangen zu essen, während die anderen noch nicht da waren. Und wenn wir richtig raten, dann gibt er uns was Tolles. Ach, das ist so was. Alpha sagt, dass Beta lügt, da A nichts gegessen hat, okay. Nee, for I ate nothing. Also, that Beta sagt, er hat nichts gegessen, Alpha war es. Also die beschuldigen sich gegenseitig. Ja, ja, einer lügt. Gamma sagt die Wahrheit und Delta hat nichts gegessen. Alpha sagt die Wahrheit. Der es war Beta. Zwei sagen, dass Beta gegessen hat. Aber einer lügt. Also Beta. Was sagt Ihnen nochmal? Also zwei beschuldigen Beta, wenn noch einer lügen sollte, angeblich. Dann war es Beta. Weil Beta lügt dann. Weil er sagt, dass Alpha es gegessen hat. Also warum weiß er nicht, ob beide mehrere lügen? Was hat Gamma gesagt? Gamma sagt, dass Delta die Wahrheit sagt. Also Delta nichts gegessen hat. Also Beta. Erster Gedanke, dass Beta jetzt noch nicht oben überlegen ist, jedenfalls. Ja, aber wenn zwei den gleich beschuldigen kannst, dann. Denke ich jetzt auch. Ja. Also, das ist erstmal erste Probe überlegen. Was war Alpha? Beta. War einfacher als gedacht. Professor Lettendinger hat gegessen. Was
Dann sieht das immer richtig cool in der Kamera, wenn es einmal kurz erwischt wird. In der Tat, das war richtig. In der Tat, hier ist okay. Kick ass. Als ob jemand so schützen wollte. Bei der Uhr, die steht da so verdächtig. Schiebt die nach rechts. Und dann? Dann kommt wieder nach rechts. Da wieder ein Messer, was man mitnehmen kann. Ja, aber da hat jemand nicht für gespielt. Sagen die Zettel was? Nee. Muss auf denen stehen. Achso. Oh Gott, use the sunrise in 1 cm time. Small world has closed off. Time between the set and rise is a key opening up set closed. Alles gut. Na da, die stand vor. Ist da jetzt noch was passiert? Mhm. Es gibt jetzt einen Glitch, dass du in Ocarina of Time haben sie gefunden. Kannst halt. Ich weiß nicht, wie das in Major Pass funktioniert, aber du kannst in Ocarina of Time mit Alten und Jungen jedes Alter ausrüsten. Okay, bei 26. Wenn du am Frame Level entweder irgendwo machst, kannst du mit alten Ding. Das ist bestimmt irgendwo ein Passwort. 026. Aber du bist doch kein alter Ding. Ich weiß nicht, wie es denn mit Master, das hat nicht gelesen, das hat damit zu tun mit dem Duch. Wahrscheinlich kannst du noch einen, die irgendwo der alte Sieg benutzen, kannst du die benutzen oder so. Denke ich mal. Oder die irgendwie Jugend. Ich glaube, ob wir öfter muten, sind wir alles damit. Das ist anscheinend soweit im Sinn. Ob wir anscheinend auch schon sind? Aber interessant auch schon nicht. In der Shake? Ich würde es auch. Nee, ich bin halt nichts mehr damit zu tun. Weißt du, wie das aussieht? Die Person ist ja eigentlich. Ich finde die Fehler. Ja, aber vielleicht muss man es zu anderen Gaumen machen oder so, oder? Mhm. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? Ich zähle auch 6. Nein, die ist verschlossen. Kannst du da links und rechts noch reingehen? Oder auch nicht. Die war 7.30? Die war 19.30. Vielleicht muss man sich jetzt die Uhr erst nochmal anschauen oder so. Da ist jemand. Ich habe Angst vor diesem schwankenden Kronleucht. Hier ist es sehr dunkel. Und Klavier heißt eigentlich immer Dead, ne? Kronleucht denkt also richtig sicher. Ja, ich weiß aber nicht, ob das Mädchen oder das Klavier mich umbringen wird. Oder der Kronleuchter. Speichern. Klopf fürs Master ein. Halt, blabber. Die sieht einfach gar nicht so aus, okay. Die blonde Haare. Anscheinend. Und die kennt uns. Ja, dann sind die Sprites aus. Okay. Vielleicht sind Sprites immer nicht sehr bunt. Ich hab Angst vor ihr. Du musst schon mit der Wein. Wird das jetzt ein Dating-Sim? Ja. Hard of Boy Boyfriend. Oh mein Gott, keine Augen. Ich muss schnell in das Genre wechseln. Gut. Wie war das? Dead Simulator? Ist das? Dating Simulator mit deinem Vater. What?
Speedster wurde gestern 16. Dann herzlichen Glückwunsch, ne? Oh, 16, so niedlich. Das ist doch das, was wir machen. Das ist der. Ja. Da kannst du dir einen erstellen, wie du willst. Du kannst aber auch einfach von deinen Eltern die Frisuren und so nehmen. Hilft sie uns jetzt? Ja, ich denke so, warum. Oh. Warte, das ist gespiegelt, ne? Also 5, 2, 8, 5? Ja. 5, 2, 8, 5. Ich will unbedingt. Was? Geh erst irgendwie weiter und speicher irgendwo. Wir haben tolle Zahlen rausgekriegt. Das ist mir erschossen, wenn man speichert, ey. Nein. 5, 2, 8, 5. Hm. Finde ich doch anders, Mann. Wie war es? Vielleicht wirklich was. Es ist nicht in der Spiegel. Spricht das Ding da eigentlich mit dir? Nein, das hat den Spiegel draufgeklebt. Achso, von vorne. Ja, toll. Aufgeschrieben, Mann. Okay. Ein Lippenstift. Oder war es 5, 8, 2, 5? Je nachdem, wie es gespiegelt ist. Ach so. Das ist eine gute Frage. Gucken wir nochmal auf. Ne? Einfach mal irgendwie immer eine Kombination ausprobieren davon. Einfach also die 8 und die 2 tauschen. Okay, I tried. Das war sicher, dass es gespielt hat. Wir haben es im Spiegel gesehen, also ja. Vielleicht hat das Spiel nicht so weit mitgedacht. Ich weiß auch wirklich auf dem Spiegel aufgeschrieben. Draufgeklebt mit so einem Dingsbums. Kanapé. Also rein theoretisch müssen wir jetzt diese Box da aufkriegen, ne? Ja, ich guck dir nochmal die Uhr unten an. Das ist auch so ein Goblin. Ist der aus Gargoyles Quest? Fuck! Was? Du hast den Goblin nicht angesprochen. Welchen? Oben links in dem Raum, da. Links oben. Oben. In dem Raum. Da auch so oben. Da steht fett in der Mitte so ein Goblin. Achso. Das hat nur 6 HP jetzt. Ja. Das ist ein Frosch! Oh oh. Das ist ein Froschpferd. Wie war das? TM28? Ja, Frosche. Können alle außer mit dir. Ist nicht Erdbeben, oder? Frosche. Ich hab Feuer, aber ich hab nicht mehr gespielt. Das ist nicht gut, Wisch. Geht doch. Not like. Geht nicht gut, Tom. Das macht mich so nett. Gut. Finde das Buch. Ich muss schon mal. Ja, genau. Ich hab eine Flasche gekriegt. Okay, easy. Nur die beiden außen sind offen. Aber bei dem einen, da liegt sie das aus wie so ein Mund irgendwie. So. Was? Da ist noch was. Ich hab Angst. Haben wir auch noch irgendwie Apfelwitz oder sowas? Ja, ja. Ich wurde schon mal geboten, weil ich einfach nicht weiß. Ich hab jetzt einen Kabel zu schmecken, Alter. Ja. Dann hab ich ihn getroffen. Ja. Wann geht's denn jetzt? Wir wollten nochmal auf die Uhr gucken, glaube ich, ne? Im Spiegel da.
Nee, auf die Uhr unten. Das ist doch aber. Ja. 26. Okay. Ich würde aber nochmal beim Spiegel. Da war die. Ja, war, wo war die Uhr hier oben? Oben. Ich wollte im Spiegel nochmal gucken. So viele Flaschenpfeifer. Was sagt denn die Uhr da oben? Uhr. Welche Zeit liegt zwischen 6.20 Uhr und 7.30 Uhr? Also exakt in der Mitte. 7 Uhr abends oder? 7 Uhr abends und 6 Uhr morgens. 7 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Oh Gott, nee, das meinte ich nicht im Kopf. Erstmal auf irgendeiner Uhr nachgucken. 13.40 Uhr? Mann. Aber irgendwie sowas. Das war 6 Uhr abends? 6.20 Uhr morgens und 7.30 Uhr abends. Nee, ja, doch, ja. 6.20 Uhr morgens. Weil irgendwer sagt doch, die Zeit dazwischen ist genau richtig oder so. 19.30 Uhr abends. Das sind also 13 Stunden und 10 Minuten. 10. Ja, aber das ist die gesamte Zeit, die dazwischen liegt. Und wenn du jetzt die Hälfte davon nimmst, müsste es 6 Stunden, 5 Minuten später sein, als also 12 Uhr 25. Ja. Oh. Warte, 12 Uhr? 13 Uhr. 13 Uhr. Ah. Genau. Nee, nicht 13 Uhr. 13 Stunden liegen dazwischen. 11? 12.55 Uhr. 12.55 Uhr, okay. Warte. Nein, stimmt doch auch nicht. Aber das ist weil das muss ja irgendwas xx Stunden, xx Minuten sein. Also muss es irgendwas mit einer Uhr zu tun haben. Machen wir 13, machen wir 11. Das ist die Hälfte von 13 Stunden und 10 Minuten. Probiert mal 12.35 Uhr, habt ihr das schon? Ich glaub nicht. Nee, nee. Ich hab keine Ahnung. Jemanden Zettel. Du musst ja das aufschreiben irgendwie. Ein Gulli. Warte. Ich schreib auf meinem Handy. Oh, aber ihr könnt ja auch speichern. Oh, anscheinend. Cool. 13.15 Uhr? Uhrzeitenrechnen. Uhrzeitenrechnen ist blöd, ja. Ja. 15 macht keinen Sinn, sorry. Und wer war das hier wieder durch? Ich würde 13.45 sagen. Achso, hast du da. Ja, gut, ich hab mich hingeguckt. Also war es, das war 6.20 Uhr und 19.30 Uhr. 19.30 Uhr, okay. Das sind genau 13 Stunden, 10 Minuten dazwischen. Ja, genau. Und die Hälfte davon ist 6 Stunden, 5 Minuten. Ja. Und das ist halt 6. Das sind 12 von 13 Minuten. Die Hälfte? Bis 6,5 Stunden. Ja. 6,5, also 6 Stunden 35. Ja. 6 Stunden 35 plus 6 Stunden 20 sind 12,55. Das hat mir vorhin schon ausgesprochen. Ja, das hat eben gesagt. Geht ja nicht. Müssen wir den Hinweis nochmal lesen, damit ihr das selber wollt oder so? Ist das wirklich, habt ihr mit A und mit P nicht vertauscht irgendwas vielleicht?
Nein, AM ist am Morgen. Ja, das ist okay. Guck mal hier. Der Design ist 7.30 Uhr. So, ja. Der andere? Das hätte immer so was sein können, was man hier überlesen hätte. Weiß ich nicht. Und wie gesagt. 26. Gibt es noch eine dritte Uhr irgendwo? Nein. Ich habe keine gesehen. Ist vielleicht von. Andersrum. Andersrum, von abends nach morgens. Das wäre noch das könnte sein. Ja, ach so, so, du meinst mitten in der Nacht quasi, ne? Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit. Probier's aus. Ich hasse Mathe. 19.30 Uhr. 23 Uhr. 3 Stunden. 5? Nein, warte. 23. Das ist 23 Uhr. 45. Okay, keine Ahnung. Probier mal 0 Uhr. Ja. Ich wollte euch nicht. Gesagt habe? Nein. 0 Uhr. 24 dann? Weil eben hättest du 23 da stehen. Hey, nee, 24 Uhr meine ich. 24 Uhr. Also nochmal 6 Stunden 20 drauf. Was war hier? 55 Minuten. Aber 24 Uhr. Habe ich 23? 23. 45 ist überhaupt nicht. 23, 25. Müsste es sein, wenn man rückwärts geht. Okay, keine Ahnung. Also, das ist jetzt die andere Zeit gewesen von. Schwierig. Also 001. Das Schlimme ist, gehört die Uhr überhaupt zu diesen. Zu der Truhe? Die Zahl? Ja, weil da stand nämlich XXH und XXM. Ah, okay. Truhe. Was ist in dem Bild? Mirror nochmal? Das Mirror hatten wir schon. Hattet ihr das schon gebraucht? Das 25? Nein, hatten wir nicht. Aber ich kann es dir nochmal zeigen. Machen wir den Mirror nochmal auf. 28225, was irgendwie rückwärts war. Ne, 2852, wenn man es so liest. Also, ihr habt schon die ganz normale Zahl ausprobiert, einfach mal das Verfahren. 2852? Ja. Wie überhaupt das auch ist? 2852, ich glaube nicht, weil es echt ein Spiel ist. Das wäre ja nicht blöd, aber. Ja, aber die machen nie sowas in welchem Spiel. Eben war das eine Rätsel auch ziemlich pillepalle. Ja. 2, 8, 5, 2. Nochmal 0055. 0 über 55. Oder 24. Wie kommst du jetzt auf die Uhrzeit? Warte, ja, genau, die Hälfte dazwischen. Das sind 10 Stunden. 10 Stunden 50 sind dazwischen. Die Hälfte davon sind 5 Stunden 25. Ach ja, das ist ja nicht die gleiche Anzahl an Stunden. Ja. Dann versuch mal 24. Ja, man weiß, wie die das sehen, ob das nur. Das ist ja eh Bullshit, wenn das andersrum gerechnet wäre. Oder halt. Mitte ist noch zwischen oder A. Oder halt 12, weil die halt vielleicht nicht mit abends. Weil die auch mit AMP am Arbeiten. Oh, das kann auch noch sein. Ja, probieren 12. Ne. Bestimmt fehlt irgendeine Information einfach noch. Es müsste halt echt einfach nur 55 sein direkt, aber ist es nicht. Haben wir das vorhin beachtet? Was, habt ihr nicht irgendwelche Zahlen mit 13 gehabt und sowas? Hatten wir, ja. Wir haben das da kann halt sein, dass es mit A und P im Rechte mit 0,1. Ist das ein amerikanisches Spiel? Also ist das von einem Macher aus den USA? Die anderen Zahlen waren auch in A und P. Also nochmal die erste Rechnung, aber mit A und P im Rechte. Das heißt 0,1 wahrscheinlich, oder was? Was ist das war? Ja. Das würde sogar Sinn machen. Starten wir 0,1. 25 oder 55 oder sowas. Das ist 25, was? Das würde jetzt sogar noch Sinn machen. Also was? 01, 25. 35? Einfach mal 35. Stimmt jetzt? Was hatte der Zettel nochmal gesagt? Diese Gesichter. Nee, nicht die Gesichter, der Zettel unten in der Küche. Da stand das ja drauf. Die Küche war links oben. Nee, Hack. Stand unten auf der Etage, aber da oben in dem linken Raum.
war auf dem Zettel auf dem Boden. The time between the set and the rise. Also zwischen Abends Untergang und Aufgang. It's high noon. Aber das wäre ja dann im Prinzip 0 Uhr irgendwas. Oh, das ging ja nicht. Ich schon mal 0000 ausprobiert. Nein. Da kannst du mal anfangen, weil ich bin zu schnell. Ach so. 24. Jetzt müsstest du nur noch spiegeln, weißt du es. Soll ich das mal eingeben? Ich kann gerade nicht. Komm, ich gebe das mal ein, warum nicht? 28 war es, 52? Ja. Okay. Das ist ja so lustig gewesen. Ja, das hatten wir doch eben schon mal ausprobiert. Ah, die Zeit. Das war das, was am Spiel gestanden. Das hatten wir auch schon ausprobiert. Ja. Wenn du dich ganz vor einem Tippfehler bei diesem funktioniert. Hast du eine Idee? Pass auf hier, 1998. Was da steht mit diesem Kästchen, XXHXXM. XXHXXM ist ja klar. Nicht? Also, wie fährst du die Stunden und wie viele Minuten? Also. Aber das kann man einfach nicht lesen, oder gibt es da noch irgendwie okay, ein Item für? Wir haben dafür kein Item, nein, aber ich nehme an, das ist halt dieser Zettel, der in der Küche liegt. Ne? Wie viele Stunden waren es jetzt für 5, 2, 5, 6 Stunden? Stimmt, aber mal die Anzahl der Stunden. Und nee. 10 Minuten. Wie viele Stunden lang dazwischen? Haben wir das schon mal ausprobiert? Achso, du meinst die Zeit, die zwischen diesen beiden Stunden liegt? Also zwischen 19.30 Uhr und 6.20 Uhr. Mach mal 0, 5, da 2, war es, 5. Was hatte ich gesagt? 10 Stunden 50, ne? Dann machen wir 10,50. Das ist genau die Zeit, die dazwischen liegt. Ja. Das ist das Doppelte von seinem. Ja, die waren ja Stunden ja, und Minuten müssen. Also. Oh. Wir haben schon viel so weit gedacht. Ja, wir haben die ganze Zeit mit Uhrzeit gerechnet. Ja, genau, ja. Die Zeit hat nur vorhin ja schon ausgerechnet gehabt. Wir haben einfach eine Stunde, also eine Uhrzeit. Ja. Wir haben nur 3 Schritte weiter gerechnet. Ja. Ich wollte erst mal gedacht, wir haben es noch addiert und addiert. Und das Ganze haben wir noch rückwärts gemacht. Und dann noch mit AM und PM umgewandelt. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? The human body, the foundation ging of kompliziert, the Problem. The physiology? Bla bla bla, okay. Ja, Entschuldigung. Das war ja jetzt wirklich eine Schädigung. Und nein, ist das so eine Kiste. Das hätte alles halt richtig sein können. Oh komm, das war jetzt 5, 8, 2? Das hätte halt wirklich alles richtig sein können, einfach. 2, 8, 5, 2. Ne, ist dann eben 2, 8, 5, 2. Ich mach's immer viel zu schnell. Also 8. Nick. Ja, das ist doch irgendwas falsch. 2, 8, 5, 2. War, stand auf dem Spiegel direkt, ohne dass man es gespiegelt hat. Ach so. Und wenn wir dann spiegeln, wäre es 2, 8, 2, 5. Nee, 5, 2, 5, 8, 5. 5, 8, 5, 2. Okay. Ja, okay. Ein Fragment. Pass auf, vielleicht kommt man noch. Ist tatsächlich gespiegelt. Ja, ich hab Angst. Smart Game. Wir sind nicht so smart. Das war jetzt direkt das erste Einzeltippen, was wir ausrechnen. Okay, wir haben die Zeit. Jetzt das, was dazwischen liegt. Okay, addieren und addieren zu der ersten Sache. Und die Wurzel. Zu die Wurzel. Nee, das haben wir zum Glück nicht gemacht. Da war nicht mehr viel gefehlt. Hätten wir das auch nicht gemacht. Danach die Wurzel von 2 eintragen und dann geht das. Wir hätten da Sommerzeit erziehen müssen. Zeitzone. Zeitzone abziehen. Der Zettel wurde geschrieben in PMET. Die sieht aber super aus, mit beiden Händen. Guck, da ist ein Augenhack. Ja, aber ich will erst mal speichern. Ja, muss man zumachen. Kontinentaldrift mit einberechnen? Ja.
So, dich muss das ich stabben. Ich kann dich nicht stabben. Warte, wir gestern haben. War das ein Scheiß, ja, oder nicht? Er kennt uns auch. Das ist gruselig, dass er uns kennt. Ja, ich meine, das ist eine Statue. Die Einbaugeschichte. Kontinental und war gar nicht drin vorgekommen. Komisch. Tja. Das wird in jedem guten deutschen Satz so sein. Nichts Interessantes, er liest nicht mehr oben. Nichts Interessantes. Das ist Scheiße. Ich will dich stabben irgendwie. Guck mal, da sind so Knöpfe oder was ist das? Ah, jetzt müsst ihr das machen. Ja. Ja, aber ich werde mal gucken, ob hier noch was bling, ist. Bling. Ah, da fehlen zwei Augen. Ja, müssen wir den Gargoyle da sagen, er soll die Augen zu machen. Augen zu und halt raus. Und jetzt ist der Timer auch noch rot. Oh, guck, er hilft uns, wenn irgendwas zu tun ist. Ja, mein digitiert mich sowieso. Ah, super Saiyan. Super Saiyan, Mann. Guck! Nein, wir haben den Gargoyle umgebracht. Erstmal speichern. Ach, das soll ein Frosch sein. Sieht nicht aus wie ein Frosch. Na doch, gut Quapfen. Ja, aber die sehen halt nicht aus wie ein Frosch, weil die Flügel haben und so. Quark. Das ist ja Quark. Ist das Falco? Ich komm nicht aus dem Quark. Ich will jetzt so. War unten noch was? Ja. Hier sind so viele Räume. Halt eine große Villa, ne? Das Leben des Menschen. Ja, das ist falsch. Oh, Crash mit. Oh, das war das Mädel. Das müssen wir mal suchen wollen. Das gibt's gar nicht. Einer war da noch irgendwo. Alles, tatsächlich. Ja, ganz so. Unten. Aua. Aber wir sind nicht jetzt weg. Das passt ja sogar. Das ist die Küche, links war der das Esszimmer. Also ich denke, war fand ich immer das Beste. Also, nee, Shop Sui war das Beste. Das war auch gut, ja. Die meisten halt echt einfach nur dieses Wah und dann einfach hochgeschüttet. Oh! Das ist ja ein Hängen wir da. Ja, du hängst da. Mehr gibt's da nicht. Ich glaube, wenn ihr jetzt aus dem Raum rausgeht, dann passiert dicke Scheiß. Nee. Da auch nicht. Nope. Ich muss wieder zurück in den Raum. Wenn du 2 Minuten hin und her gehst, dann passiert was. Wenn du 2 Minuten lang im Raum wartest, dann passiert was. Du darfst dich nicht bewegen in dem Raum. Dann füllt er dich langsam mit Blut. Ne? So wie Scary bei Paper Mario. Kann das Mädel uns Schlüssel geben? Scary Shit. Oben links in den Raum. Wenn du dich in einen Raum stellst und in 30 Sekunden mit Barbara unbesiegbar machst, dann kommt einer auf. So ein schlechtes Das ist Scary Shit wie sonst was gewesen damals. Dann gibt uns garantiert einen Schlüssel für den Kerker. Halt echt nee, ich kann noch speichern bei ihr. Du bist aber mit dem Zug, weißt du, stundenlang nicht, was du machen musst. Dann versteckst du dich in den Raum und auf einmal passiert was. Viel damals. Weißt du, was so viel war? Ich kann in den Garten spielen, den fucking Waffmaschine, 2 grüne leuchtende Punkte nebeneinander. Ja. Aber halt echt so, ey. Über die Zauber, das sind grüne Augen. Ich bin Trash. Mein Gott. Ja, das ist ein Hammer. Das ist eine Gewürde geworden und die wächst irgendwie dann aus dem Boot raus. Okay. Hm. Okay. Ha? Den kann man auch nur speichern, ne? Ja. Oh, da liegt plötzlich was. Ich wusste es. Gut, dass diese Hände so dumm sind. Ja. Jetzt hast du den Key, dass du da rein kannst. Ja. Der Black Key. Wo war das noch? Unten, ganz unten. Und dann rechts. Angst. Schnell wieder raus. Ich hab Angst. Speichern. Oh, spiel mal. Nochmal. Willst du nicht erst noch da bei dem Loch gucken? Ich mach, ich guck gleich. Und da war so ein Korb links oder Stuhl oder was das ist? Ein Stuhl, okay, da hat sich selbst. Aber der ist so auffällig, okay. Nichts? Was? Mensch. Okay, irgendwo ist jetzt noch was passiert. So, was haben wir jetzt nochmal bekommen? Ein Fragment, das heißt oben. Links, klar, links. Rechts.
Okay, das war's. Sagt ihr, der ist aus Blackbutt oder der hat auch genommen. Okay, also wir haben ihm geholfen, die ganzen Orte wiederherzustellen und jetzt hat er unsere Erinnerung wiederhergestellt. Und wir sind vor Kopfschmerzen umgefallen. Genau. Game over. Jetzt erfährt man die Story. Die große Schwester ist tot und keine Ahnung. Alle anderen um, weil seine Schwester irgendwie tot ist und jetzt wird er mad und bringt alle um und dann wahrscheinlich sich selber auch. Sick. Wake me up. Can't wake up. Oh nein. Falsches Mapping schon wieder. Was, Professor? Ich hatte. Okay. Die Welt der Pokémon. Skurril. Ist ein Mädchen oder ein Junge? Was? Ist ein Mädchen oder ein Junge? Gar nichts. Ich bin ein Auto. Okay. Nein, ich kann keine gucken. Irgendwann am Start. Das heißt Professor. Doktor, Professor, Doktor. Okay, also im Prinzip schickt er uns hier durch ein Limbo. Halt, Limbo. Warte, Servus. Ich bin im Limbo. Du warst. Jetzt sorgt er wieder dafür, dass wir uns nichts mehr erinnern und dann müssen wir das Ganze nochmal machen. Ich sehe schon kommen. Mit mehr Händen. Oh nein. Das scheint schön. Ja, habe ich. Das war's. Oh, das war's schon. Wir haben 2 Stunden und 43 Minuten. So lang dauert das Spiel vorbei. Okay. Das war aber kein schönes Ende. Nee, es ist irgendwie skurril. Ja, wir haben bestimmt irgendwie nicht mit allen geredet oder so und deswegen haben wir das Bad Ende. Die eine Karte abgefehlt. Ja, genau, stimmt, die eine Karte. Ripsoa. Vielleicht ist der gestorben während der Produktion. Da ist die Hand. Ja. Master Hand. Glaube. Sieht die nicht genauso aus wie aus einem Fallout-Cover oder was?
Left 4 Dead oder was? Ich weiß nicht, ich habe mich jetzt gerade erinnert. Vielleicht wisst ihr ja daraus. Vielleicht, weil wir noch gestorben sind, wird das nicht gut. Ich habe es gemerkt. Ich weiß nicht. Square. Ja, das ist keine Schale, sie ist nicht rund, sie ist ein Würfel. Flat Earth confirmed. Anfang. Würfel. Cube World confirmed. Cube World. Weiter? Wenn er eine Scheibe wäre. Okay, jetzt Boden können wir das lesen, also ist unser eigenes Grab. Komm, dann machen wir die Scheibe. Okay, wir sind jetzt tot und jetzt ärgern wir uns. Kann man auf der Unterseite der Scheibe gehen? Haben wir jetzt noch eine Mauer? Generell wieder? Ich fände die Mauer sogar noch so durch. Wir sind aber eigentlich Delfine, die muss hochspringen, die Erde. Okay, ich dachte jetzt, es geht generell so weiter. Ja, das ist Delfine. Aber wir sind eigentlich wert drin, Delfine. Confirmed. Okay. Hey, bitte. Wow. Guck mal, wer excited. Ich hab den Timer angehalten. Ja, nur für Mario fällt. Wir haben nur 2 Stunden 45 Minuten. Voll erschrocken. Ich glaube, das hätte irgendwie spielen machen müssen. Das war so ein Aktus. Wir waren ein bisschen zu schnell, glaube ich. Wir hätten das einfach noch anlassen müssen. Ja. Okay, wer ist jetzt dran? So, jetzt darf Brotina. Nee. Lass sie spielen. Mega Man Legacy Collection 2 durchspielen. Nein. Weil ich Mega Man auf 8 noch nie gespielt. Nightmare ist, glaube ich, mit dem vom Haufen. Ja, was? Danke. Ich wollte es nicht mehr spielen. Nee. Und Tomahawk meint es, glaube ich, mit dem Yamato mal. Aber das ist mir dann Lex. Mit dem Juliana sogar. Ich möchte einer von euch Schlussworte sprechen. Ja. Aus. Du musst eh ausstellen. Licht. Ein Licht mal wieder anmachen. Ich muss Licht anmachen. Und weiteres Licht. Du bist. Hallo. Das ist Vampire. Brody, du musst mal in die Cam gucken, ich glaube, da ist scharf. Ja, wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wo ist Cooper? Hier. So, wir sind fertig. Ja. Okay, wir haben fertig. In Farbe. Und bunt. Wir haben ja noch Eis. Oh mein Gott, das wirst du jetzt nicht mehr essen, oder? Nicht mehr heute. Eis? Achso, ihr habt noch Eis gemacht. Wir haben Eis gemacht heute. So, ja, ich würde sagen, das war's halt mit den Game Break Days. Wir sind fertig. Wir sind auch wahrscheinlich müde und durch mit den ganzen Spielen. Wir haben, glaube ich, ein Spiel nicht gemacht, aber ansonsten welches ging der Zeitplan so halbwegs. Welches denn? 3D Land haben wir nicht gemacht. Dann könnt ihr das jetzt noch nachholen. Du darfst jetzt noch 3D Land spielen. Du musst jetzt noch 3D Land spielen. Du darfst erst gehen, wenn du fertig bist. Du darfst auch dann erst schlafen. Ja, auch. Also würde ich. Aber was wir gerade noch machen könnten. Wir können gerade nochmal die. Jetzt ziehen wir noch mal 13 da raus. Wir können gerade nochmal die Cam verlosen. Ach stimmt, die Cam verlosen.